Guten Abend, unsere nächste Sprecherin ist eine Historikerin, die 30 Jahre zurückgeht zu dem Beginn des CCC. Sie schaut genauer auf den berühmten KGB-Hack und was Koch damals getan hat. Eine Reise zurück zu den 80ern mit Anja Drehfall. Danke. Ich habe gehofft, meine Präsentation zu sehen. Why am I not seeing my presentation, my slides? Yes, thank you. Ah, danke. Danke. Dieser Applaus geht zu meinem wunderbaren Hacker, der dieses wunderschöne Video am Anfang meiner Präsentation gemacht hat. Danke sehr. Wir müssen nochmal. Es gibt technische Probleme. Willkommen im Jahr 1989. Bevor ich anfange, muss ich sagen, wenn man beginnt, nach einer Thematik zu forschen, findet man heraus, es gibt so viele Quellen, nicht nur Bücher, die geschrieben wurden und Filme, die gemacht wurden, Dokumentationen, es gibt Artikel in Zeitungen im Internet, es gibt Podcasts, zu denen du hören kannst. Sie gehen in jedes einzelne Detail dieses Falls, in die frühe Geschichte des Chaos Computer Clubs, des Internets. Und da wir nur eine gewisse Zeit haben, muss ich dies um einiges einfacher machen, damit ihr einen Überblick bekommt und dass ich euch die Geschichte erzählen kann über diese Geschichte. Ich hoffe, dass ihr am Ende Fragen stellt, sodass wir vielleicht am Ende noch mehr Details genauer ansehen können. Es gibt einige Details, die ich selbst nicht genau weiß, und ich bin mir sicher, dass einige von euch vielleicht sogar mehr darüber wissen. So, das ist etwas, wovon ich hoffe, dass wir es in 45 Minuten machen können, 40 Minuten. Zuerst möchte ich eine Frage stellen, zwei Fragen sogar, in das Publikum. Gibt es hier jemanden, der glaubt, dass dieser Talk seinen oder ihren Namen erwähnen sollte? Ja? Wer bist du? Okay, ich werde keinen richtigen Namen erwähnen, außer einem. Also vielleicht willst du uns ja am Ende Gesellschaft leisten, wenn nicht, dann nicht. Zweite Frage. Gibt es jemanden hier, der in den 80er Jahren schon den Kongress besucht hat? Perfekt. Ich persönlich habe das nicht getan, denn ich war mit dem Kindergarten beschäftigt und Schule und so. Mein erster Kongress war 2012. Damals wurde ich in den Chaos Computer Club
ja, wurde mir bekannt gemacht. Ich bin nach Hamburg gegangen, habe dort 4 wunderbare Tage beim Kongress verbracht und am Ende habe ich herausgefunden, dass es so großartig ist. Und ich habe überlegt, was kann ich dieser wunderbaren Community zurückgeben? Was kann ich zu dieser, ja, was kann ich selbst dazu tragen? Ich bin kein Hacker, aber ich bin eine Historikerin, ich kann Geschichte erzählen. Und das Content-Team hat mich jetzt nicht das erste Mal eingeladen, um über Geschichte zu erzählen. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Slot, dass dieser Talk einen Slot am ersten Tag bekommen hat, denn es ist Zeit, zurückzuschauen, was war, was sich verändert hat und sich zu erinnern und an die, die heute leider nicht hier sein können, zurückzudenken, um dann 3 Tage in der Gegenwart dieses Kongresses zu verbringen. Also, lasst mich die Szene für euch beschreiben. Es ist 1989, es ist im März 89 genauer. Im März 1989 war die Welt noch sehr geteilt. Deutschland war noch geteilt in die DDR und die Bundesrepublik. Und wenn man nach Leipzig schaut, im Jahr 1989, dann gab es die Frühlingsmesse in Leipzig. Und die DDR hat sehr stolz ihre neueste Technologie präsentiert. Sie hatten gerade einen 4-Megabit-Hybridspeicher entwickelt. Leider war dieser viel zu teuer, um es auf den Weltmarkt zu schaffen. Die Bundesrepublik hatte ihre eigenen Probleme. Schwierige Zeiten. Menschen mussten Stonewashed Jeans tragen. Der größte Hit in Westdeutschland war David Hasselhoffs Looking for Freedom. Ein Sequel für den Film wird nächstes Jahr herauskommen. Privatfernsehen in Westdeutschland war immer noch sehr limitiert. Viele Leute hatten nur 3 Fernsehkanäle und haben all ihre Informationen vom Fernsehen gekriegt. Das erste Programm hat die Nachrichten jeden Tag um 8 Uhr gebracht. Die Leute haben das regelmäßig geschaut, viel mehr als heute. Und manchmal hatte das erste Programm eine besondere Sendung im Brennpunkt, die immer herausgegeben wurde, wenn etwas sehr Spannendes, sehr Nachrichtenwürdiges geschehen ist. Und am 2. März 1989 hat das erste deutsche Fernsehen Folgendes gezeigt. Warum bewegt es sich nicht? Bitte mach. Es bewegt sich auf meinem Bildschirm. Sie haben es ja eben schon gehört. Laut Programm sollten Sie jetzt einen Wirtschaftskrimi mit dem Titel Hacker sehen. Den bringen wir heute. Soll ich das übersetzen? Dafür aber einen Spionagekrimi. Dafür aber einen Spionagekrimi? Also, ein authentischer Report über den schwersten Spionagefall seit der Enttarnung des Kanzleramtsagenten Günther Guillaume. Wenn es sich bewegt hätte, würden Sie einen Menschen im Anzug gesehen haben, der Ihnen erzählt hätte, dass der größte Spionagefall seit Günter Guillaume aufgedeckt würde. Günter Guillaume war ein Ostspion, der sehr nah in dem Büro vom Kanzler Willy Brandt gearbeitet hat. Er hat für den ostdeutschen Secret Geheimdienst gearbeitet. Offensichtlich ist im März 1989 ein Spionagefall passiert von deutschen Hackern, die größer sind als der Skandal um Günter Guillaume. Spoiler, das war nicht der Fall. Aber wie war das überhaupt möglich? Wie können deutsche Hacker für den KGB arbeiten? Wie konnten die damals in 1989 etwas übers Internet hacken? Damals gab es kein Internet. Was es gab, ist das hier.
In der Mitte der 80er als Teenager hatte, wenn man einen Computer zu Weihnachten gekriegt hat, was kann man damit machen? Es gibt kein Internet, es gibt Computer, die sind miteinander verbunden. Große Computer gemacht von IBM und VEX, die sind in Universitäten, in Forschungsinstituten, in Militärinstituten, in großen Firmen. Und in den 80ern hat man ein Netzwerk, das man sich von dem Zuhause aus verbunden hat. Man hat ein Telefon, das mit der Wand verbunden ist, und einen Computer und, wenn man Glück hat, eine Art Modem. Es heißt, wir haben hier einen für den C64. Das berühmteste ist das Dataphone, das ist größer. Aber das hier funktioniert mehr oder weniger das Gleiche. Man verbindet sein Telefon damit und man telefoniert sein örtlichem Postbüro. Und das steht für Datenaustausch. Und das ist basiert auf dem X25-Protokoll. Und damit hat man die Möglichkeit, sich mit Computern zu verbinden, die in ganz Deutschland und Europa und in der ganzen Welt sind. Was man braucht, ist eine NUI, eine Benutzererkennung im Netz. Der Anruf zur lokalen Poststelle war nicht so teuer. In West-Berlin hat das 20 Pfennig gekostet pro Anruf. Also wenn man so eine NUI hatte, dann konnte man sich lokal einwählen und da verbinden. Die NUIs, die waren sehr teuer, aber man konnte sie finden. Zum Beispiel in Hannover bei der Computermesse, und da hat man einfach zugeschaut, was sie da benutzt haben, und hat sich das gemerkt. Und dann konnte man es benutzen. Und dann konnte man tausende Mark an Kosten generieren für diese Firmen. Man konnte sich mit Messageboards verbinden, aber viel interessanter waren die großen Computer, die IBM und VEX. Durch diese Möglichkeiten, durch dieses Netz, kommt eine Szene auf, Hacker-Szene, Teenagers, hauptsächlich Jungen, die sich da mit diesen großen Computern verbinden, weil sie es können. Die sind da, das ist interessant, und man möchte sehen, was drauf ist. Besonders bekannt war CERN. CERN ist das Kernforschungsinstitut in der Schweiz, und dort haben die Hacker sich für Partys getroffen und haben mit den Systemverwaltern gechattet, die sich dann natürlich darüber geärgert haben. Aber sie haben sich nicht so dran gestört, weil es nicht als was gesehen wurde, was stören würde. Und diese Jungen, die haben sich da eingeloggt, weil sie zeigen wollten, dass sie es können, und nicht, weil sie Kriminelle waren, die da irgendwelche Daten stehlen und Geld draus machen wollten, sondern einfach, weil sie halt neugierig waren und sich produzieren wollten. Und in this seen the Chaos Computer Club also established itself. In dieser Szene hat der Chaos Computer Club sich ausgebreitet. Und er hat sich als ein Mediator zwischen den Hackern und den Institutionen aufgestellt und hat auf der einen Seite gegenüber den Hackern vertreten, dass man das ethisch machen sollte, dass man gut sein sollte, dass man kein Geld damit verdienen sollte. Man sollte nicht zum Geheimdiensten und zum Militär.
Und hier ist ein Zitat von einem der ersten Kongresse. Und die Nachrichten waren daran interessiert und die haben also sich angeschaut, wie diese irgendwie schon harmlosen Technikbegeisterten sich da aufgeführt haben. Das ist betrachtet worden als eine Gruppe von jungen Männern, die da zusammen vor Computern gesessen haben, sich unterhalten haben, die auch Drogen konsumiert haben, aber hauptsächlich halt Spaß hatten. Das hier sind die Nicknamen. Das waren alles Teenager, Programmierer. Der letzte hier war kein Hacker. Der hat an einem Casino gearbeitet und hat nebenbei Drogen verkauft. Und die haben halt zusammen da ihre Zeit verbracht und gedacht, sie sind die Größten. Irgendjemand hat sie zu Graffiti-Kindern verglichen. Die haben es halt gemacht, weil sie konnten. Die haben halt sich unterhalten und haben sie halt drüber nachgedacht, was können sie tun, damit sie als große Hacker wahrgenommen werden. Und dann waren da natürlich so Gedanken von, als Teenager hat man wenig Geld. Es gibt immer Geldprobleme. Und einer meinte dann, ich kenne jemanden in Ost-Berlin, der ist in Ost-Berlin, ein Russe. Und das könnte man machen, um einen Beitrag für den Frieden zu leisten. Und wir könnten hier einen Beitrag leisten, das auszugleichen. Pedro ist nach Ost-Berlin gegangen, ist da zu der Handelsmission gegangen und hat gesagt, er würde gerne mit dem KGB sprechen. Und einer hat ihm zugehört. Das war Sergei. Ja, der Sergei hat in der Handelsmission gearbeitet, für mich heißt das KGB, und der hat zugehört. Und der Hacker hat gemeint, wir können dir Logins geben, wir können dir erklären, wie man hackt. Wie wäre das? Und Sergei hat gemeint, ja, das ist zwar schön, aber ich brauche was anderes. Denn er hatte eine Liste von Sachen, die er haben wollte. Er wollte Sachen aus der Embargo-Liste. Also gab es eine Exportkontrolle und da gab es ein Komitee und das hat halt diese Liste, auf dieser Liste waren Dinge, die er haben wollte. Also elektronische Teile und Computerteile durften dort nicht hinverkauft werden. Und das war seine Einkaufsliste. Die Sowjets wollten keine Logins zu irgendwelchen Militärsystemen, die wollten Source Code haben. Und er wollte den Unix Source Code haben und er wollte einen Compiler haben. Und die Hacker waren in der Lage, das zu besorgen, aber sie haben 90.000 Mark haben sie schon damit verdient in den folgenden Monaten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo in Kalifornien ein Systemadministrator das gemerkt hat. Und Clifford Stoll in Kalifornien, der ist
bekannt dafür, dass er die KGB-Hacker gefunden hat. Und eine Legende ist um ihn gebaut worden. Es gibt einen Dokumentarfilm, ein Buch. Und da sind ein paar komische Aspekte in der Geschichte. Aber das machen, da kommen wir später drauf. Also zuerst gebe ich euch die Geschichte, so wie er sie erzählt. Und ich möchte euch zeigen, da man diesen Mann nicht beschreiben kann. Du musst ihn einfach sehen. Aber das Video funktioniert auch wieder nicht. Wenn das nicht geht, bin ich sehr traurig. Bitte. Clifford, was machst du? Oh man. Can we just go to the slide that we need, maybe? This is okay. Should we try it? Well, it shows a picture at least. Ja, zumindest seht ihr das Bild, das ist gut. Ja, probieren wir es einfach. Do something. Yeah, I'm trying. Here, right? Oh no, come on. Come on. Well. Okay. Wir werden dahin kommen. Diese Nacht an der Wand. Chris Stoll, der Detektiv. Hier, was werden wir tun? Kommt! Ein kleines Zeichen, das auf einem Computer angezeigt wurde. Der Hacker ist irgendwo. Er ist am Computer und klaut Staatsgeheimnisse. Die richtige Geschichte von Chris Stolls Leben. Und die Geschichte wird wiederhergemacht in dem Film KGB, der Computer und ich. Ich mag es sehr. Also, Clifford Stoll's Geschichte ist, dass er der Systemadministrator in einem Labor war. Und er hat gemerkt, dass 75 Cent gefehlt haben, weil jemand 75 Cent nicht bezahlt hat. Und er hat festgestellt, dass es da einen eigenartigen User gibt und er hat ihn einfach gelöscht. Ein paar Tage später war jemand in seinem Computer und hatte Systemprivilegien. Und ihn hat das interessiert. Er wollte diese Person nicht ausschließen. Er wollte einfach wissen, wer das ist und was er tut. Also hat er angefangen, diese Person zurückzuverfolgen, weil sie seit Monaten in seinen Computer und sogar am Ende ein ganzes Jahr in seinen Computer kam. Also hat er ihn zurückverfolgt. Er hat Hilfe bekommen von einem sehr netten Anwalt, der ihm einen Durchsuchungsbefehl gegeben hat, um das genau zu machen. Und ja, die lange Geschichte kurz gefasst. Er hat herausgefunden, dass sein Eindringling durch das TimeNet kam, also das amerikanische Äquivalent von AGP, und er war nicht in den USA, sondern in Deutschland an der Universität Bremen und die Spur führte aber bis Hannover. Das Problem in Hannover war, dass die dort sehr alte Schalterkarten, die waren noch aus den 50ern und es hat eine Stunde gedauert, um den Hacker zurückzuverfolgen zu seinem eigenen Telefon zu Hause. Das Problem war, dass der Hacker nie lang genug auf dem Computer von Stoll geblieben ist, sondern er hat diese nur als einen Zugang zu anderen, mehr interessanteren Computern benutzt. Und zwar zu einer Database in der Pentagon, der Air Force, der Armee, auch Armeecomputer in Japan, Computer in Rammstein in Deutschland. Also hat Stoll überlegt, wie er diesen Hacker lang genug im System behalten könnte.
sodass die Deutsche Post tatsächlich diese Person zurück zu ihrem eigenen Telefonanschluss verfolgen kann. Er sagt, dass seine Freundin auf die Idee kam, und zwar, wenn nichts auf diesem Computer ist, was ihn interessiert, dann sollte man vielleicht Daten auf diesen Computer tun, die super geheim aussehen, und dass er tatsächlich in diese Dateien schauen will. Und es hat funktioniert. Sie haben Big Data erfunden und haben Kram in eine Mailliste gepackt. Und wenn man Sachen wissen möchte über Space Missions, dann schick uns einen Brief und tu es in die Post. Und witzigerweise hat das funktioniert. Sie konnten Clifford Stalls Hacker zurück verfolgen in das Haus eines unserer KGB-Hacker von Urmel. Seine Wohnung wurde durchsucht, seine Wohnung auch, aber die Polizei wusste nicht genau, wonach sie suchen soll, weil es gab nicht irgendwo eine Disk, auf der stand Super Secret SDI-Files oder so. Aber am Ende hat halt tatsächlich jemand diese Mailinglist beantwortet, und zwar ein ungarischer Immigrant in Clifford, und hat eine Mail an Stall geschickt, wo er nach Informationen gefragt hat. Hat der für das KGB gearbeitet oder für jemand anderen? Es ist eine sehr eigenartige Geschichte. Auf jeden Fall, im Sommer von 1987 wusste Stall, es gibt jemanden in Deutschland, der meinen Computer hackt. Und das Ganze machte nicht viel, bis die Medien anfingen, sich zu interessieren. Sehr interessant ist die Frage, wer die Medien interessiert bekommt. Aber tatsächlich war es so, dass das deutsche Magazin Quick im April 1888 über Clifford Stalls Notizen geschrieben hat. Er hat einen Artikel herausgebracht, dass Leute in das KGB-System hineingekommen sind. An diesem Punkt müssen wir über Hagbard, der eigentlich Karl Koch heißt, reden. Der war in den 80ern in einem großen Problem. Er hatte psychologische Probleme, Drogenprobleme, finanzielle Probleme. Und er hat angefangen, den Deutschen verrückte Geschichten über das KGB zu erzählen und was die angeblich tun könnten, um in Nuklearreaktoren hineinzuhacken. Und es war alles sinnlos, aber er hat dafür halt viel Geld bekommen. Jedenfalls waren die anderen etwas nervös, und im Juli hat der Jüngste in der Gruppe sich an die Polizei gewandt und hat nach wollte Immunität dafür, dass er Informationen rausgibt. Hierüber war das Video, das ich euch am Anfang zeigen wollte. Es gab 5 Verhaftungen, 4 sind im Gefängnis gelandet. Es gab eine Durchsuchung, und die Medien haben sich auf den Chaos Computer Club gestürzt, weil diese 5 irgendwie mit ihm verbunden schienen. Und plötzlich war der Chaos Computer Club nicht mehr diese harmlose Gruppe, sondern die Medien haben sie plötzlich dargestellt als Mitarbeiter des KGBs, die hacken und einfach gefährlich sind. Die gesamte Situation wurde stark dramatisiert, aber was tatsächlich herauskam, war nicht so viel. Der Prozess in den frühen 1990ern lief vor allem daraus hinauf, dass geschaut wurde, ob irgendwo Daten gespeichert wurden, heruntergeladen, und das konnte niemand beweisen. Ob die USA und Deutschland irgendwie Probleme hatten, aber das war nicht so der Fall. Und die Frage war, wie dieser ungarische Immigrant in diese Mailinglist kam, und weil weder Clifford Stall noch die Hacker ihm vermutlich den Zugang gewährt haben. Einer der Hacker hat einige Jahre später vorgeschlagen, dass er vielleicht ein Agent Provocateur war, und vielleicht wollte er, dass diese
dieser legale Prozess angestoßen wurde. Das ist halt die Frage, wer war er? Deswegen hat der größte Fall seit Guillaume mit wenig geendet, weil es gab keinen Beweis, dass tatsächlich Schaden hervorgerufen wurde. Das Tragischste, was dabei passiert ist, war der Tod von Karl Koch. Karl Koch war der Hacker Hagbard. Er war ein junger Mann mit vielen Problemen. Er war früh verwaist, hat zwar früh Geld geerbt, aber das ist oft schwierig. Er hatte einen Computer gekauft, er hatte eine schöne Wohnung, hatte viele Partys, hat Drogen genommen. Und schon von jungem Alter an war er mit dem Roman Illuminaten, hat er sich sehr dafür interessiert. Es ist dann auch ein Film darüber entstanden, 1989. Ich habe keinen Link, weil ich mir nicht sicher bin, wie das mit der Copyright-Situation ist. Aber diese ganze Situation in 1989 mit den Medien, die sich auf ihn gestürzt haben und ihm, der halt diese Probleme hatte und der das Gefühl hatte, die Illuminaten wären in seinem Kopf und hätten angefangen, das internationale Netzwerk zu kontrollieren und er müsste das Ganze beenden. Das endete im Mai 1989, als er 23 Jahre alt war. An diesem damals hat er Suizid begangen, indem er sich selbst verbrannt hat. Das ist so ein furchtbarer Weg zu sterben, dass es direkt Verschwörungstheorien gab, dass er nicht tatsächlich Suizid begangen hätte, sondern dass er Hilfe hatte. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Was viel länger blieb als Ergebnis von diesem Fall, war, dass das Image des Chaos Computer Club sehr gelitten hat. Denn plötzlich gab es, dass sie angeblich Leute wären, die halt durch Computer schauen und darüber Witze machen, dass sie Unternehmen Probleme in ihren Systemen zeigen oder der Post, aber mittlerweile wurden sie mehr als gefährliche Hacker dargestellt, die Geheimnisse verkaufen und die Spione sind und dass man ihnen nicht vertrauen kann. Soweit ich gelesen habe, hat sich dieser Club darüber nahezu aufgelöst, 1990. Aber zum Glück hat er überlebt. Aber das ist ein Image, das bis heute irgendwo anhält. Dieses Image von Hackern, die irgendwie, dem man nicht vertrauen kann, weil niemand genau weiß, was sie machen und warum. Und das wird irgendwie als gefährlich wahrgenommen, das ist bis heute so. Wann immer die Medien euch etwas über Hacker erzählen, zeigen sie etwas wie ihn hier auf der Bühne, einen anonymen Typen mit einem Hoodie, der vor einem Computer sitzt, einige verrückte Nummern, die aufscheinen. Und diese Hacker sind überall, die halten sich vor nichts zurück. Vor 2 Tagen an Weihnachten. Deutsche Supermarktkette Rewe musste gestiftete Mandeln zurückkaufen, weil sie gehackt wurden. Achtung! Ich war interessiert an dem Weg, wie die Medien heutzutage die Hacker darstellen. Ich habe ein paar Google-Suchen gemacht und mich gefragt, was sind Sachen, über die liest man viel? Was zum Beispiel über russische Hacker? Das erste Resultat, was ich gesehen habe, war ein russisches Hacking betreffend die 2016 Wahlen. Wie es scheint, waren die russischen Hacker sehr beschäftigt mit den amerikanischen Wahlen.
Das ist, was man in den Medien über russische Hacker findet. Also habe ich mich gefragt, okay, was gibt es sonst noch? Was findet man über chinesische Hacker? Sieht so aus, als wären chinesische Hacker damit beschäftigt, Zwei-Weg-Authentifizierung zu knacken. Sie sind in euren Telefon damit beschäftigt, euch zu hacken, jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier rede. Aber was zu deutschen Hackern, was machen deutsche Hacker? Das Image von deutschen Hackern ist, wie es scheint, für immer beschädigt. Was machen die denn heutzutage? Das erste Image, was man sieht, ist Clifford Stoll. Nach 30 Jahren ist auch das erste, was man findet. Vielleicht ist es Zeit, deutsches Hacking wieder groß zu machen. Very good. So. And finally, what about the Und schließlich, was zum Chaos Computer Club? Was hat sich seit was hat sich in den letzten 30 Jahren verändert? Hier ist ein anderer Kommentar, das ich gefunden habe, zum Kongress, zu den Problematiken, die dort diskutiert werden. Jemand ist aufgestanden und hat dem Publikum erzählt, dass er unglücklich darüber war, in welche Richtung sich der Club entwickelt, dass er den Eindruck hatte, dass die politische Ausrichtung nicht akzeptierbar wäre, dass sich auf Dinge zu konzentrieren wie Umweltschutz den Club in die falsche Richtung und von den technischen Ursprüngen weg bewegt. Das war 1989. Ich habe heute wieder die gleichen Dinge diskutiert. Wohin geht der Club? Wird zu viel Politik diskutiert? Redet man noch genug über Technik? Aber glücklicherweise hat sich viel verändert auch. Zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, wer 1989 auf dem Kongress war, wie viele Leute waren da und wie viele Leute sind heute hier. 16.000. Ich denke, letztes Jahr waren es 16.000. Das ist bewundernswert. Und noch was anderes. Ich habe erwähnt, als ich so klein war, da war ich nicht auf dem Kongress. Aber heute sieht man viele kleine Kinder überall und das ist großartig. Die Leute bringen ihre Kinder und man hat einen viel größeren Querschnitt durch die Gesellschaft. Und noch etwas anderes, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe euch über den KGB-Hack erzählt, aber etwas fehlt. Was habe ich nicht gezeigt? Frauen. Die einzige Frau, die in dieser Geschichte vorkommt, ist die Freundin von Clifford, die auf die Idee gekommen ist, ein Honeypot in das System zu stellen. Sonst gibt es keine Frauen in dieser Geschichte. Es geht einfach nur über Kerle, die vor sich her hacken. Ich weiß nicht den Prozentsatz, aber da sind so viele Frauen und es ist so viel größerer Querschnitt der Gesellschaft repräsentiert. Und was sind die Fragen heute? Was sind die Fragen in der Zukunft? Das sind meine Fragen an euch. Und wenn ihr über was hacken reden wollt, dann meine Decknummer ist 6623 oder erzählt es uns jetzt. Vorlesen. Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Wir haben 6 Mikrofone. Stellt euch dahinter. Gibt es Fragen vom Internet? Keine Fragen vom Internet. Mikrofon 3. Thanks a lot for your talk. It was amazing. Can you please show us the first video? Vielen Dank für den Talk. Könnt ihr uns wenigstens das erste Video zeigen? Yes, we have plenty of time. Yeah, natürlich. Vielen Dank. Wir haben viel Zeit. Und wenn ihr Fragen habt, geht's in den Mikrofon. Okay.
Getting close, getting close, getting close. Okay. You mean this one? Nee, nicht das one. Yeah, that one doesn't work. Oh, not this one? Oh yeah, the next one. Let's try. Ah! Guten Abend, meine Damen und Herren, zu so später Stunde. Sie haben es ja eben schon gehört. Laut Programm sollten Sie jetzt einen Wirtschaftskrimi mit dem Titel Tanker sehen. Den bringen wir heute Abend nicht. Dafür aber einen Spionagekrimi, und zwar einen echten. Einen authentischen Report über den schwersten Spionagefall seit der Enttarnung des Kanzleramtsagenten Günther Guillaume. You can find the whole Brennpunkt on YouTube. Ihr könnt den gesamten Brandhook auf YouTube finden. Da sind die gleichen Bilder wie in den anderen Dokumenten, die ich gezeigt habe. Leute in schwarzen Sonnenbrillen, CIA. Und die Dokumentation über Clifford Stoll ist wunderbar lustig. Wie er aus der Dusche kommt und so weiter. Gibt es noch Fragen aus dem Internet? Keine. Da, Mikrofon 5. Wissen wir etwas über den Rest der Gruppe, was sie heute machen? Also, lass mich zurückgehen. Well, I looked into them. Ich habe nachgeforscht. Dob habe ich nicht gefunden. Er war einer von den beiden, die im Gefängnis bleiben mussten, weil er vor der Bundeswehr weggelaufen ist. Ich weiß nicht, was Dob heute macht. Pengo ist sehr aktiv, er hat Twitter, er ist in Vintage Computing und er ist derjenige, der immer interviewt worden ist. 10 Jahre nach dem KGB-Hack, 20 Jahre später, er war im Fernsehen, er war in Podcasts. Man kann viel über Pengo finden. Vor 10 Jahren war er bei Tim Pritloffs Podcast. Sehr interessant, 2 Stunden. Sehr detailliert. Die Anfänge des Internet. Und dann irgendwann hat er gesagt, er wird immer wieder gefragt. Und dann hat er irgendwann gesagt, er hat keine Lust mehr zu reden. Wir alle wissen, was mit Hagbard passiert ist. Urmel habe ich auch nicht rausgefunden. Und Pedro auch nicht. Not so much. Nicht so viel. So, we have another question on microphone 3. Hi. Well, first of all, thank you very much. I did. Zuerst vielen Dank für den Talk. Ich habe das Kuckucksei gelesen und vielen Dank, die deutsche Perspektive darüber vorzustellen. Sie hören Ihre Präsentation auf mit der Frage, was fehlt gerade? Ich liebe den Club bestimmt genauso sehr wie Sie. Ich komme aus den Niederlanden und ich habe den Eindruck, dass in den Niederlanden Hacker viel mehr mit dem Staat kooperieren. Es ist gut, kritisch gegenüber dem Staat zu sein, aber es hilft auch nicht, alles am Staat zu kritisieren. Ich hoffe, ich mache mich nicht sehr unpopulär hier. Aber ich bin niederländisch. Another question, microphone 1. Hi, just to get the facts straight. So, die Fakten. I mean, I guess we all know here the story, the development of the term hacking since the MIT. Wir wissen, wie Hacking gekommen ist, MIT Hack. Explicitly the story with the German hacking. Würdest du jetzt sagen, dass diese Geschichte hier mit den deutschen Hackern den Namen, den Begriff Hacking verbrannt hat?
Nein, wenn man an die US, in die US guckt, dann gibt es Fälle von Hacking, wie beispielsweise in Morris, wo die Computer in den US für Tage gestoppt waren. Offensichtlich haben Vorfälle wie diese das Image von Hacking in den US, in den Staaten geprägt. Aber ich denke, das war um die gleiche Zeit. Ende der 80er hat das Hacking seine Unschuld verloren durch mehrere einflussreiche Hacks, wie auch den KGB-Hack. Danke, sehr interessanter Talk. Gibt es eine Liste? Gibt es eine Liste darüber, welche Arten von Informationen geleakt wurden, was für Institutionen betroffen waren und haben die Russen diesen Hack? Erste Frage, ja, es gibt die offiziellen Dokumente, die im Prozess hervorgebracht wurden. Wenn Sie Deutsch lesen, gab es ein sehr interessantes Buch in 1990, das sehr detaillierte Informationen hat, welche Institutionen gehackt wurden, was für Informationen an die Sowjets übergeben wurden. Aber das meiste kommt von Schuldeingeständnissen, weil die Russen natürlich nicht bestätigt haben, ja, wir haben dies gekriegt, wir haben das gekriegt. Also ist das meiste davon das, was die Hacker tatsächlich gestanden haben. It does not look like that. So for anyone who left already, you're going to miss out on the outro video. Yeah. So jetzt kommt noch das Outro Video. Aber es sieht aus, als könnte ich das nicht machen. Sehen wir es? Ja. Ich muss noch eine Sache machen. Danke. Eine große Runde von Applaus. Ihr habt die Übersetzung in Deutsch.